Liebe Pico-Freunde, heute ist der letzte Tag, wo ich hier in China bin. Ich habe Ihnen einiges gezeigt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich wollte mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken, dass Sie mir auf dieser Reise gefolgt sind. Und anhand der Rückmeldungen, anhand der Klicks, die wir bekommen haben auf diesen Vlog, ein neues Wort, was ich gelernt habe, also auf den Videoblog, für diese vielen Klicks und positiven Rückmeldungen, recht herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und manchmal ist es ja auch ganz interessant, im Betrieb zu sehen, in einem Betrieb wie bei uns zu sehen, wie man die Modellbahn herstellt. Und ich glaube, wenn man sieht, wie viel Arbeit da dran ist, wird man auch verstehen, dass natürlich eine solche Qualität auch irgendwo seinen Preis hat. Und wir scheuen ja wirklich keine Mühen, hier wirklich gute Qualität zu produzieren und Ihnen letztendlich dann Modelle, Loks und Wagen zur Verfügung zu stellen, mit denen Sie viel Freude haben. Im Anschluss werde ich Ihnen noch einige kurze Aufnahmen zeigen, wenn ich dann nach Hongkong fahre und zum Flughafen gehe, aber dann ist auf dem Flughafen ist auch Schluss. Ich werde die Landung in Frankfurt und die Heimfahrt nicht mehr filmen. Ich glaube, das ist nicht mehr so interessant. Das hat jeder schon selber mal mitgemacht, wenn er auf Reisen war. So, wie ich schon sagte, wollte ich Ihnen noch einige Aufnahmen von Hongkong schicken. So, hier haben wir dann die Ortschaft oder den kleinen Stadtteil vor dem Flughafen, der also auch erst dann entstanden ist, als der Flughafen hier rausgezogen ist. Ganz normal für Hongkong solche riesigen Wohngebäude, wo Tausende von Menschen drin wohnen. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn man da in so einem Gebäude wohnt. Die Flats, also die Apartments sind vielleicht 50, 60 Quadratmeter groß. Nicht mehr. Platz ist sehr beengt hier in Hongkong. Und hier geht es jetzt zum Airport. Also nochmal einen kurzen Blick vom Flughafen. So, ich bin jetzt schon durch die Passkontrolle durch einen Security-Check. Und hier einen kurzen Blick auf den Hongkong Airport. Und jetzt werden wir mal ein Stück weitergehen. Tolle Geschäfte hier. Ich weiß gar nicht, wie die sich immer halten können. Aber offensichtlich gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die doch auf dem Airport einkaufen. Übrigens, Shanghai Tang kennt bei uns niemand. Ganz tolle Mode, richtig schöne Farben, richtig toll, aber sehr teuer. Also ich schaue mir das immer gerne an, aber kaufen, bisschen Zurückhaltung. Peninsula, das ist das. Ein Shop von dem Hotel. Ich glaube, das hatte ich Ihnen mal ganz kurz gezeigt, wie wir nach Hongkong reingefahren sind. So, jetzt sind wir in der Lounge angekommen und ich wollte zum Abschluss nochmal mit Ihnen anstoßen. Wir haben das ja am Anfang der Reise gemacht. Wir machen das jetzt nochmal, also zum Wohl. Auf einen guten, sicheren Heimflug. Ich möchte mich nochmals bei Ihnen bedanken, dass Sie so treu den Videoblog verfolgt haben, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, hoffe ich zumindest, dass Sie vielleicht auch was Neues gelernt haben, was Neues gesehen haben. Diese Reise mache ich ja, 4, 5, 6 Mal im Jahr, aber ich freue mich, dass ich Sie diesmal mitnehmen konnte und vielleicht haben Sie da ja auch ein bisschen mehr Einblick jetzt auf die Produktion von Pico. Vielleicht verstehen Sie jetzt mehr über den großen Aufwand, den wir immer betreiben. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es Ihnen gefallen hat. Bitte Kritik senden, bitte auch Lob senden. Lob nehmen wir natürlich auch gerne entgegen. Nicht nach dem Motto, wenn ich nichts sage, ist das Lob genug.
sondern auch mal sagen, hat mir gut gefallen und vor allem, was gut gefallen hat, weil es ja wichtig zu sehen, was gut gewesen ist. In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Danke für die Treue, dass Sie mitgekommen sind, dass Sie das nicht alles angeschaut haben. Und ich hoffe, dass Sie auch in Zukunft viel Freude, viel Spaß mit Pico-Modellen haben. Und ich darf mich dann für heute verabschieden und ich hoffe, dass ich heil in Frankfurt ankomme. Allen noch eine schöne Zeit. Bis demnächst.